Was geht YouTube? Es ist schon wieder passiert. Warzone hat ein erneutes Update released, wo wieder ein Haufen von Waffen genervt wurden. Also was heißt ein Haufen von Waffen? Aber auf jeden Fall einige. Ich habe ja vor 5 Tagen schon mal ein Video gemacht zu den, ich sage mal, XXL-Waffen-Update. Jetzt kam so quasi der zweite Teil von dem Update. Es wurden ein paar Waffen gebufft, aber wieder sehr viele oder sehr beliebte Waffen genervt. Und über all das will ich euch in diesem Video mal ganz kurz aufklären. Deswegen schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, damit ihr nichts verpasst und auf den aktuellsten Stand seid. Und falls euch solche Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like da und einen kostenlosen Abo, um zukünftig auch nichts mehr von mir zu verpassen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Waffe ihr zurzeit am liebsten in Warzone spielt. Würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren, weil ich momentan so mal wieder null Ahnung habe, was ich für Waffen spielen soll in Warzone. Ich sag's auch jedes Mal in meinem Stream, aber naja, whatever. Schreibt's mir gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Und zwar fangen wir wieder an mit den Waffen, die genervt wurden und danach mit den Waffen, die gebufft wurden. Ich werde euch zu manchen Waffen wieder so ein bisschen was sagen oder ein bisschen meine eigene Meinung dazu sagen. Aber natürlich, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, wird das hier kein J-Gold-Video. Ich werde hier auch keine Waffenstats oder sonst was analysieren, Jungs. Ich will euch, wie gesagt, nur auf den aktuellsten Stand bringen, dass ihr kurz und knapp die ganzen Update-News, sage ich mal, im Hinterkopf habt. Whatever, auf jeden Fall wird das kein 20-Minuten-J-Gold-Analyse-Video. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Jungs, und let's go. Oh Mann, und ich habe ja zu Beginn des Videos gesagt, dass echt viele beliebte Waffen genervt wurden. Und irgendwie fällt mir gerade auf, dass nur die beliebten Waffen genervt wurden? Was zur Hölle? Auf jeden Fall, fangen wir an mit der Tech-9. Die wurde genervt, Maximum und Minimum Damage wurde runtergenommen. Die Waffe, über die jeder in letzter Zeit gesprochen hat, wie OP sie doch ist, wurde jetzt auch genervt. Warum auch immer hier Light Machine Gun Alpha steht. Es geht auf jeden Fall um Stoner 63. Am Schaden und so wurde weiter nichts verändert. Es wurde nur am Movement was verändert und die Waffe hat mehr Recoil bekommen. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ding immer noch so ein Laser ist wie vorher. Ich denke mal, dass es sich auf jeden Fall nicht mehr so schön spielen wird. Machen wir weiter mit der QB. Die hat auch einen Nerf bekommen. Die Waffe haben nicht so viele gespielt, aber doch haben viele drüber gesprochen, da sie ja doch relativ stark war. Naja, das Ende vom Lied. Sie hat jetzt mehr Recoil als vorher. Kommen wir zur beliebtesten MP zurzeit im Warzone. Ob sie das jetzt nach diesem Update immer noch ist, werden wir sehen. Und zwar geht es um die OTS-9. Und was zur Hölle haben sie hier gemacht? Sie hat ein bisschen mehr Recoil bekommen. Maximum und Minimum Damage wurden runtergenommen. Aber dafür wurde der Headshot-Multiplayer ein bisschen erhöht. Kommen wir zu Krieg 6. Immer noch eins der beliebtesten Sturmgewehre zurzeit. Vorab nochmal ganz kurz, ich spreche hier gerade aus dem Cut. Hallo Freunde, guckt euch mal das Gameplay im Hintergrund an. Kennt ihr das auch mit diesen Heli-Leuten, Alter? Die Leute, die einfach denken, sie wären Kaiser und ich so mit den Heli handen. Ich meine, schaut euch einfach den Clip an, was zur Hölle ist da passiert. Okay, egal, wir machen weiter. Also, wir waren bei der Krieg 6, wie beliebt sie doch ist. Gerade für Long Range, weil sie so wenig Rückstoß hatte. Im letzten Nerf von der Krieg 6 hat sie weniger Damage Range bekommen. Und ich glaube allgemein ein bisschen weniger Damage, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall war das anscheinend noch nicht genug. Jetzt hat die Krieg 6 sogar noch mehr Recoil bekommen. Ich habe sie trotzdem nach dem letzten Nerf noch sehr gerne weitergespielt. Ich bin gespannt, wie es jetzt ist. Machen wir weiter mit der Pharah. Die Waffe hat auf einmal auch wieder jeder ziemlich gerne gespielt. Und wir haben auch alle gemerkt, dass die Waffe irgendwie wieder ziemlich stark war. Jetzt, wo die anderen Waffen halt dementsprechend wieder schlechter gemacht wurden. Also wurde erstmal der Damage komplett runtergenommen. Der Maximum Damage wurde einfach von 29 auf 25 runtergenommen. Dafür aber Headshot Multiplayer wieder ein bisschen erhöht. Und Upper Torso Multiplayer auch ein bisschen erhöht. Jetzt kommen wir zu den zwei Waffen, die gebufft wurden. Warum auch immer sind es zwei Burst-Waffen. Einmal die M16. Die M16 selber wurde jetzt so direkt nicht gebufft. Aber die Aufsätze, beziehungsweise die Läufe, nämlich der Rapid-Fire-Lauf. Und zwar wurde dort die Feuerrate von der M16 wieder ein bisschen erhöht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das einiges jetzt an der Waffe verändern wird und ob das einige Leute dazu anregt, die Waffe jetzt wieder zu spielen. Weil ich habe damals, als die M16 mal eine Zeit lang so stark war, ich glaube in Season 2 oder 3, auf jeden Fall, da habe ich die richtig, richtig gerne gespielt. Ich werde sie vielleicht nochmal testen jetzt mit den Läufen, jetzt wo die Feuerrate wieder ein bisschen höher ist. Und kommen wir zur zweiten Waffe, die gebufft wurde. Wie eben schon gesagt, auch eine Burst-Waffe, nämlich die AOG aus Cold War. Und eigentlich so ziemlich dasselbe wie bei der M16. Die beiden Läufe wurden gebufft und zwar wurde dort auch die Feuerrate erhöht. Was aber dazu jetzt noch kommt bei der Cold War AOG, dass der Recoil wieder ein bisschen runtergenommen wurde und die Waffe jetzt wieder ein bisschen weniger Recoil hat. Bin mal gespannt, ob das jetzt so der Zeitpunkt ist, wo die Burst-Waffen wieder ein bisschen zurückkommen in das Game und mal wieder ein bisschen mehr Leute die Burst-Waffen spielen werden. Und das waren alle Änderungen an den Waffen im heutigen Update. Wie mit dem letzten Waffen-Update wurde sich wieder mehr darauf konzentriert, ein paar Waffen zu nerven. Aber immerhin haben die M16 und die AOG einen kleinen Buff bekommen. Naja, whatever. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr einen Überblick zu dem letzten Update habt. Wie am Anfang schon gesagt, wenn es euch die Videos gefallen und nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne einen kostenlosen Abo da und unterstützt mich gerne mit einem Like auf dem Video. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und mir persönlich auch mega weiterhelfen. Dann kann ich nur noch sagen, falls du mit mir zocken willst, ich spiele meine Livestreams auf Twitch in fast jeden Stream mit Zuschauern. Also lasst auch unbedingt ein Follow auf Twitch da und dann würde ich sagen, bedanke mich fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Video oder im Livestream oder auf Discord, Links in der Bio. Haut da rein!